0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. 1 Live und WDR Fernsehen oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Steffen. Steffen ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian, ich rufe erstmal an. Ich wollte erstmal sagen, Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Kann ich verstehen. Steffen, erstmal schön, dass du da bist. Ja. So, jetzt sag mir mal, weswegen du anrufst. Ja, ich habe ein sexuelles Verhältnis mit meiner Topfpflanze, mit meiner Zimmerpflanze und schon lange, seit 20 Jahren circa. Wir wiederholen. Du hast ein sexuelles Verhältnis mit einer Topfpflanze, eine Zimmer... Meiner, nicht mit einer. Nein, Entschuldigung, also mit deiner Zimmerpflanze. Ja. Was ist denn das für eine Pflanze? Das ist ein Gummibaum, ist das. Du hast ein sexuelles Verhältnis mit einem Gummibaum? Ja. Ja, das rührt daher. Ich habe das erstmal nochmal große Kompliment an deine Redaktion. Die hat sich wirklich bemüht, auch um mich und auch sehr sensibel. Die sind sehr nett, ja. Und wie gesagt, ich bin auch begeistert, dass ich mit dir erstmal reden darf. Ne? Mhm. Also, das klingt natürlich jetzt für viele Leute äußerst schräg. Ein sexuelles Verhältnis mit einem Gummibaum. Ja, das, ne? Und viele werden sagen, hat der einen Knall oder will der den Domian verarschen? Ich glaube, dass du mich nicht verarschen willst. Nein. Denn wir haben auch in dieser Sendung immer wieder mal solche sehr bizarren Sachen gehört, wo Leute an Gegenständen großes sexuelles und erotisches Interesse haben. Ja, bei mir hat das ja, wie gesagt, eine Vorgeschichte. Ich habe das auch. Erzähl mal. Ja, es ging darum, ich hatte so mit 20 rum oder so, hatte ich einen großen Gummibaum gehabt. Ich schlaf auch ziemlich lang und dann ist dann auch die Jalousie zu und so und es kommt nicht viel Licht rein. Mhm. Da ist mir mal eine eingegangene Pflanze. Mhm. Ich habe da ich bin ein sehr sensibler Mensch. Mhm. Und mir tat das total weh. Mhm. Und das war braun, der Baum und alles und sowas. Und ich habe sowieso, bin ein sehr schüchterner Mensch. Ja. Und habe da nicht viel Kontakte. Ja. Und nur war der Baum ja tot. Der war dann tot gewesen. Und das tat mir total leid. Und da hast du dir einen neuen gekauft. Habe ich mir einen neuen gekauft gehabt, aber nicht sofort. Ja. Na, Jahren dann erst wieder. Aber mir ging das immer durch den Kopf dann. Ist das der, den du jetzt immer noch hast? Nein. Nein, da gab's. Die halten bei mir eh nicht lange. Und das ist ja auch das Problem. Weil ich ja immer zu Zeiten schlafe, wo andere Leute arbeiten. Und das ist eben, ich bin Nachtarbeiter in dem Sinne wie du. Ja, was machst denn du nachts? Ja, nachts, ich muss sagen, also dadurch, dass ich erkrankt bin, ist eine neurologische Erkrankung, möchte ich nicht weiter drauf eingehen, darum geht es ja nicht, aber ich bin eher ein Nachtmensch wie du. Achso, das heißt im Moment arbeitest du nicht, aber du bist von Natur aus eher ein Nachtmensch. Ja, so, lass uns zurückkommen zum Gummibaum. Ja. Wie hast du gemerkt, dass ein Gummibaum für dich etwas erotisch-sexuelles bedeutet? Erstens fühlt sich sehr gut an. Wenn man den Baum und die Blätter anfasst. Wenn ich die Blätter anfasse und der Stamm, der ist hart. Ja. Das klingt jetzt sexuell, so ist es auch. Ja. Das heißt. Und ich muss auch dadurch, dass ich ein schüchterner Mensch bin und auch früh verrendet bin, der enttäuscht mich nicht. Ja. Der ja. Gibt keine Widerwort. Wenn ich Lust habe auf Sex, ich onaniere auch auf die Blätter. Du onanierst auf die Blätter? Ja, und das gibt mir eine Befriedigung. Ja, und was passiert dann, wenn du darauf onaniert hast? Wischst du das denn sauber oder bleibt das dann so? Nee, ich wisch das dann auch sauber. Würdest du sagen, dass du diesen Baum liebst? Ich liebe den dann auch. Ich gebe ihm, gut, es ist immer der gleiche Name, aber er hat einen Namen. Und der wäre? Der heißt Hans-Georg. Hans-Georg? Ja. Das ist ja lustig. Wie groß ist denn Hans-Georg? Hans-Georg ist, müsste ich jetzt so schätzen, das ist so, was ist denn das, 80 Zentimeter? Ach so, große, ein Meter. Ja. Es gibt ja so riesen Gummibäume, nein, ne? Nein, ich habe ja keine Berliner Altbauwohnung oder sowas. Ne? Nee. Hans-Peter. Hans-Georg. Hans-Georg, Entschuldigung. Hans-Georg. Ja. Sprichst du mit ihm auch? Ja, natürlich. Ich streichel auch die Blätter dann mal. Und was erzählst du? Sag ich dann, nachher kriegst du wieder was zu trinken und jetzt halt durch. Ne? Und zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, sage ich, geh mir bitte jetzt nicht ein. Mhm. Nachher kriegst du wieder was zu trinken.
Ja, vielleicht klingt das für dich verrückt, also das ist für mich so der Alltag dann. Oder? Aber du sorgst dich auch sehr darum, dass er gutes Wasser mit Düngemitteln und so, klar. Das schon also, alles. Ja. Also mit Düngemitteln jetzt nicht unbedingt, aber dass er zum Beispiel, nur mal angenommen, man hat eine Nacht drüber geschlafen und der Wasserhahn wurde nicht benutzt. Dann ist ja das Wasser ist ja dann schon eine Nacht über in der ganzen Leitung und so gewesen. Ja, ein bisschen warm. Dann lasse ich das erstmal 5 Minuten laufen, dass der nicht das... Achso, der soll nichts Abgestandenes bekommen, nein, sondern das Frische. Nicht, dass das irgendwie so abgestanden ist. Und dann kriegt der auch, aber nicht das Kalte und nicht ganz Heiße, sondern drehe ich ein bisschen auf. Dann. Ne? Du sagst, die Gummibäume, die du hattest, hießen immer Hans-Georg? Heißen halt immer von Anfang an Hans-Georg. Warum? Weil ich, ich hatte mal früher, hatte ich mal einen Freund gehabt, der hieß so, oder beziehungsweise den ich angehimmelt hatte, ein Lehrer. Ach so. liegt da dem zugrunde auch eine schwule Ader? Ja, ich habe ja schon deinen Redakteuren gesagt, also ich bin bisexuell und heutzutage eigentlich praktisch mehr 70-80% eher schwul. Ja, hast du denn in deinem Leben überhaupt schon mal Sex mit einer Frau oder einem Mann gehabt? Bis zum Äußersten kam es nie. Ja. Wenn es denn... Das war dann eher mehr ein bisschen rumfummeln. Mhm. Aber dass ich so abspritzen kann, wenn ich das jetzt... Darf ich das sagen? Jetzt nur so? Ist es raus, nun können wir es nicht mehr rausschneiden. Ich verstehe schon. Also bis zum Höhepunkt kommst du mit einem Menschen nicht. Nein. Hast du eine Erklärung dafür, dass das mit einem Menschen... Ja, ich war früher sehr dick gewesen und ich habe da auch Hemmungen, mich dann nackig zu machen. Mhm. Und das habe ich vor Hans-Georg. Da braucht man sich natürlich... vor Hans-Georg dann nicht. Nee, vor Hans-Georg muss man sich überhaupt nicht schämen. Nein. Da kann man dick sein, richtig. Da muss man sich nicht gewaschen haben. Ich wasche mich aber vorher. Ach so, also wenn du mit Hans-Georg Sex hast, dann wäschst du auf dich. Auf jeden Fall, ich hab dir Haare auch gewaschen und alles. Im Ernst, du machst dich richtig schick für Hans-Georg, bevor es dann losgeht? Ja, und ich zieh mich an, ich trage auch gerne dann, hab mir bei, ich möchte jetzt nicht, weil das ist ja jetzt auch Schleichwerbung, es gibt ja diese Erotik-Shops. Ja. Dann, Dann ziehst du dir irgendwelche geilen Sachen an? Ja. Also irgendwelche Tangas oder weiß ich was? Tangas und auch, so Netzteile. So Netzteile. Mhm. Und wie lange dauert dann die sexuelle Aktion zwischen dir und Hans-Georg, dem Gummibaum? Das kommt immer ganz drauf an, wie ich drauf bin, ne? Naja, kann das auch schon mal eine Stunde dauern? Das kann, eine Stunde nicht. Eine Stunde nicht? Halbe Stunde oder so, ne? Und ja.